Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zum knallharten Tastest. Heute mit einer Special-Ausgabe, denn ich habe diese wunderschöne Überraschungsbox geschenkt bekommen. Just Bite, Small Bites, Big Difference. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an und probieren uns hier mal durch. Dieser Tastest wird wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Oh, Wundertüte. Komm, wir machen das gemeinsam auf. Ich bin echt gespannt. Deswegen habe ich jetzt auch keinen spezifischen Hintergrund, weil da wahrscheinlich unterschiedliches Zeug drin ist. Ui, let's go. Komplett ausgestattet. Lebenslang, ey. Was sind da alles drin, ey? Hier ist, glaube ich, ein Energy Drink. Den trinke ich natürlich nicht nebenbei, weil... Ganz ehrlich, wenn du so Getränk nebenbei trinkst und was isst, dann verfälscht das den Geschmack. Da mache ich einen separaten Taste, das so. Was ist denn? Nova Organic Energy. Passionsfrucht, Mango, Minze. Klingt voll gut. Weil ich ja eigentlich nur Monster, Rockstar und Red Bull trinke. Wobei ich den Relentless auch ziemlich feierte. Damals. Aber ja, dazu mache ich einen Spezialtaste, das irgendwann, wenn ich Lust habe. So, was haben wir denn hier? Popcorn. All you need is sea salt. Popcorn. Organic. Das ist alles vegan oder was? Mir ist egal, ob es vegan oder nicht vegan ist. Das ist jetzt alles, was schmeckt. Und ob das hier schmeckt, werden wir jetzt herausfinden. Popcorn, let's go. Es wird echt ein witziger Taste-Test. So eine richtige Überraschungsbox. Ich bin gespannt. Fühle mich wie im Kino. Es halt, es schmeckt richtig gut, wie gesalzenes Popcorn. Viele mögen halt eher süße Popcorn. Ich auch. Aber ich liebe genauso salziges Popcorn. Also, ich würde wahrscheinlich, wenn ich die Wahl hätte, auch süßes nehmen, aber salziges esse ich auch voll gerne. Es gibt viele Leute, die salziges Popcorn nicht mögen, aber es schmeckt echt gut. Hier im Kino ist nicht viel drin, aber es schmeckt. Das schmeckt verdammt gut. Guck mal, wie schnell ich sie esse. Macht süchtig. 9 von 10. Finde ich richtig gut. Was haben wir hier für einen Schmarrn? Lilalu Organic Oat Biscuits. Oats and Cereals. Das sieht nicht nur aus wie von den Kindergeburtstagspartys, sieht auch irgendwie eklig aus. Ich muss zu meiner Waffe greifen. Habe ich extra hier hingelegt, weil ich wusste, dass ich bestimmt diverse Sachen nicht aufbekommen werde. So. Lilalu Organic Oat Biscuits. Schon direkt zerbrochen. Geil. Vielen Dank für nichts. Die schmecken unfassbar gut. Hätte ich nicht gedacht. Ist nicht gesponsert oder so, ne? Ich habe das von der Tafel bekommen. Da gehe ich da immer hin, weil ich Geringverdienerin bin. Bedeutet, ich kann halt immer zur Tafel gehen und da habe ich das bekommen. Also nicht, dass ihr denkt, die haben mich irgendwie gesponsert oder so. Nee, echt? Die schmecken verdammt gut. Steht ja minus 50% Sugar. Manchmal denke ich wirklich, wäre es nicht besser, wenn alles weniger Zucker hätte? Zucker schön gut, aber alles ist komplett überzuckert. Die schmecken so ein bisschen weihnachtlich, sehr natürlich und irgendwie voll lecker. So ein bisschen Zimt-Anklänge hat das, obwohl kein Zimt drin ist. Finde ich voll lecker. Doch, 8,5 von 10 Punkten. War richtig lecker.
Sorry, hier. Bites we love. Crunchy peas. Smoked paprika. Geräucherte Paprika? Knusprige Bohnen? Natürlich auch wieder vegan. Wie gesagt, da werden mich jetzt die Veganer für foltern, aber immerhin esse ich vegane Produkte. Ich sage ja nicht so, oh, vegan schmeckt gar nicht. Weil ich habe schon so viele vegane Sachen gegessen, die ich unheimlich gern mochte. Das ja eben auch. Aber ich esse alles, was schmeckt, ne? Vegan, nicht vegan, ist mir komplett egal. Aber bislang sehr lecker. Den Keksgeschmack erstmal rauskriegen. Ganz komische Konsistenz. Also man merkt, dass so richtig harte Bohnen sind. Es schmeckt auch ein bisschen grün. Es schmeckt sehr natürlich. Aber du hast so einen typisch chipsartigen Twist. Ne? Smoked Paprika. Also es schmeckt wirklich so ein bisschen chipsmäßig. Aber du hast trotzdem so komische Bohnenkonsistenz. Schmeckt ein bisschen seltsam. Schmeckt aber trotzdem. So eine 6,5 von 10. Ist jetzt das Schlechteste. Aber... die Konsistenz ist ein bisschen seltsam, aber schmeckt trotzdem. 6,5 von 10. Wir haben immer noch 4 Sachen. Na, was soll hier für ein Scheiß? Das ist ja sowas, was ich gar nicht gerne esse. Gerade noch mit Protein, damit ich schön Muskeln bekomme als Frau. Klasse. Perkia, Kakao und Cashews. So irgendwie... Schokolade, Nüsse, so Müsli-Riegel. Der grün ist. Oh mein Gott, der Greenscreen. Greenscreen frisst du schon auf, ey. Ja, sowas esse ich nicht gerne, so Müsli-Riegel und schon gar nicht mit Proteinen und so. Brauche ich nicht. Als Frau braucht das nicht. Nehmen wir nur den halben. Ich esse das nur alles auf, ne? Also jetzt nicht falsch verstehe, dass ich das wegschmeiße. Bislang schmeckt das ja. So sieht's aus. Muss sagen, nach Geschmack war besser. Aber erstmal kauen. Wirklich diesen komischen Proteingeschmack. Na, Proteinpulver und Muskelaufbau brauche ich doch nicht. Ah, ich merke schon, durch diesen kleinen Bissen, durch dieses bisschen von der Riegel, habe ich richtig Muskeln bekommen. Oh yeah. So ein Schwachsinn, ey. Das ist so typisch. Das ist richtig Männerprodukte. So, ah, Protein, yeah, Muskeln. Was soll der Quatsch, ey? Warum gibt es nicht mal was für Frauen? So irgendwie, dass die Poren reiner werden, so dass die Haut straffer wird oder so. Nein, immer nur Muskeln. So ein Scheiß. Nee, also beim ersten Mal beißen hat es überhaupt nicht geschmeckt. Da war es wirklich so 2 von 10. Wurde später ein bisschen besser. Die Nüsse haben sehr natürlich und lecker geschmeckt. Aber overall war es kein tolles Erlebnis. Sag mal so 3,5 von 10 Punkten. Ich brauche das nicht nochmal. Ich esse das auf, weil Lebensmittelverschwendung für mich mit das Schlimmste, was es gibt.
weil Kinder hungern in der dritten Welt und in den ärmeren Ländern und dann würde ich das jetzt wegschmeißen oder was. Ich glaube, ich bin... Nee, ich esse das auf jeden Fall auf, auch wenn es nicht geschmeckt hat. Wir haben hier Salt and Pepper. Wir haben die Pop-Chips und diese komische Kacke. Was ist das denn? Rookies. Da muss ich schon wieder an den Ausbilder von Leon S. Kennedy denken aus Resident Evil 4. Leon, du Rookie! Da immer so gesagt. Was soll es sein? Choc Chip and Hazelnut. Guck ich auch so aus dem Keks. Warum nennst du es dann Rookie? Nenn es doch Cookie. Ach. Ja, okay. Natürlich alles vegan, ne? Wie gesagt, mich stört das nicht. Vegan, nicht vegan. Sieht aber sehr vegan aus. No front. Sieht ein bisschen aus wie eine vegane Variante von den Subway-Keksen. Ich habe viel zu erzählen. Wir müssen reden. Setzt euch hin. Wir müssen reden. Ich habe natürlich jetzt die Erwartung gehabt, oh, es schmeckt bestimmt wie so ein Subway-Keks, okay? Ist aber nicht so. Er ist kauig, komische Konsistenz. Schon weich, aber irgendwie komisch. Merkst du, dass es vegan ist? No front jetzt. Und naja, dann habe ich den Geschmack erwartet. Da kommt irgendwie nicht so richtig Geschmack. Okay? Weil normalerweise sind diese Kekse von Subway sehr, sehr schokoladenintensiv, generell sehr intensiv. Das ist hier nicht der Fall. Aber für mich hat das Lebkuchen-Vibes. Schmeckt so ein bisschen wie Lebkuchen auf Kirmes. Ihr wisst schon, diese Herzen, Lebkuchenherzen, so ein bisschen in diese Richtung geht das. Natürlich ohne dieses Zucker da drauf, aber so in die Richtung geht das. Lebkuchen-Vibes, voll geil, 8 von 10. Mag ich. Erinnere mich an die Kirmes. Und ihr wisst, ich liebe Kirmes. This or that. In den Mut und aus bist du. Bites Wheeler Flip It Salt and Pepper Lentil Puffs. Gesundheit. Die sehen so aus wie diese Erdnusswürmer. Diese fluffigen, luftigen, chipsartigen Dinge. Mit Salz und Pfeffer. Also, die Geschmäcker. Mir jetzt gut. Die Geschmacksrichtungen sind nicht so kreativ in der Box. Soll ich mich nicht beschweren, ne? Ist umsonst bekommen. Und bislang gefällt mir das. Außer dieser eklige Proteinriegel. So sieht das Ganze aus. Und dann holen wir mal den Schinken hier raus. Oh! Aui! Aui! Das riecht wirklich wie beim Subway. Als würde ich jetzt beim Subway schön Salz und Pfeffer nehmen auf meinen Sub. Und dann esse ich das Sub und merke den leichten Salz- und Pfeffergeschmack. Und dann diese leckeren Salatblätter und Tomaten. Boah, das erinnert mich voll an Subway. Geil. Gefällt mir jetzt schon. Ich habe noch ein bisschen was von den Keks. Und das ist halt deftig und das, der Keks ist halt süß. Ich muss erstmal die Krümel aus meinen Zähnen rausbekommen. Das ist so eklig, ich weiß. One more time. Woohoo. One more time.
start dancing one more time. Subway. Schmeckt, wie es beim Subway riecht. Neun von zehn. Sau lecker, mannsüchtig. Oh, da ist nur so wenig drin. Ich bin eine ganze Tüte davon. Auch vegan, übrigens. Alles vegan. Und da soll noch mal wer sagen, dass vegan nicht schmeckt. Die Fleischesserin hat gesprochen. Ich bin die, die immer die dicksten Burger nimmt. Ich bin die, die beim Griechen die fetten Fleischplatten nimmt. Wo wirklich extrem krass Berge an Fleisch drauf sind. Ich bin voll die Fleischesserin im Restaurant. Ich esse privat kaum Fleisch. Ich koche auch nie Fleisch, okay? Aber wenn ich im Restaurant bin, dann esse ich so viel Fleisch, dass ein Veganer die Augen bluten, okay? Aber ich sag auch, als Fleischesserin, vegane Produkte schmecken verdammt gut. Was zum Geier? Esst doch einfach beides. An alle Fleischesser. Die Veganer, die haben natürlich Gründe, warum sie das Fleisch nicht essen. Das verlange ich nicht, aber die Fleischesser können ja auch ruhig vegane Sachen essen. Mmh. Okay, die sind meine Favorites so far. The positive choice. Foot to smile. Source of protein. Nein, nicht schon wieder Protein-Scheiße. Pop-Chips. Classic. Popcorn-Chips. Oh, jetzt kommt der Pfeffer richtig durch. Geil, geil, geil. Und ich dachte, das wäre unkreativ. Schmeckt verdammt gut. Jetzt habe ich aber so einen pfeffrigen Geschmack jetzt. Schmeckt das bestimmt nicht. Pop-Chips. Pop, 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 pop. Hi, my name is Miriam, Nutrition and founder of Foot Smile. Snacks are part of our lives. Foot to Smile helps you to treat yourself guilt-free. You make healthier alternatives without losing out on great taste. This way I contribute to your happy and responsible lifestyle. In short, always positive choice. Es ist gesund, obwohl es ein Snack ist. Was wollen die mir sagen? Ich sag euch, wie es ist. Der schmeckt wie ein ganz normaler Chip. Das hat mit Popcorn nichts zu tun. Schmeckt wie ein ganz normaler Chip. Langweilig. Aber schmeckt nothing special. 6 von 10. 6,5 von 10, weil schmeckt halt nicht schlecht. Cool. Ich bin aber begeistert, dass wir es mal gemacht haben. War wirklich alles ziemlich lecker. Also vegane Sachen, vegane Snacks. Schmecken verdammt cool. Für den Energy Drink jetzt auch super lecker aus, den ich in einem separaten Video reviewen werde, wenn ich Bock drauf habe, wenn mir danach ist. Dann bin ich positiv überrascht. Bis auf diesen ekligen Protein-Müsli-Riegel haben wir echt alles super gut geschmeckt. Manche Sachen fand ich noch besser, manche eher schlechter. Das hier war für mich das Highlight. Diese Salz-Pepper-Dinger da, diese Fluffigen, die waren echt lecker. Die Popcorn. Dinger waren auch lecker und schmeckt wie im Kino, obwohl es vegan ist. Und kann ich mich nie beschweren, wirklich coole, coole Box hier, Just Bite. War eine tolle Mischung. Vielen, vielen Dank dafür. Es war echt sehr schön, das Erlebnis.
bis auf den Proteinriegel. Aber okay, ich hoffe, euch hat diese XXL-Ausgabe vom Taste-Test gefallen. Falls ja, könnt ihr mich und das Video mit einem Daumen unterstützen, falls ihr irgendwas davon kennt oder eure Meinung zu veganen Snacks. Kein Kommentar würde mich interessieren. Wird halt immer besser. Und am Anfang haben vegane Sachen, glaube ich, wirklich nie geschmeckt. Und mittlerweile haben die den Dreh raus. Sind wir mal ehrlich. Also voll lecker. Ich werde das nachher noch alles aufessen. Über einen Tag verteilt. Und da hatten wir hoffentlich eine gute Reise hier zusammen. War lecker. Der XXL Taster ist einfach so. Muss nicht eine Special-Ausgabe sein. Muss kein Abonnenten-Special sein. Muss die Ausgabe 200 sein. Einfach mal so. War cool. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!